Hallo und herzlich willkommen zurück bei Trials of Mana. Ich bin Mahadevi und ich werde mich nun zum dritten Mal in Benedova der Dunkelheit stellen. Vorher muss ich aber erstmal nach Pedda in den Dschungel der Vision. Wir sind jetzt also bei der C-Reihe. Ich habe allerdings nicht mit Durant angefangen, sondern mit Angela. Die Gruppe besteht auch aus Angela, Carly und Kevin. Wie man unschwer erkennen kann. Ja, durch Kevin bekommt die... Ich finde es ganz ausgeglichen. Kevin hat halt so körperliche Stärke. Und Angela hat ja die Magie auf ihrer Seite. Schauen wir mal. Alte Hauptstadt Pedda. Ja. Oh, da sind Ruinen. Steht die Stadt etwa nicht mehr? There's nothing here. Oh nein. Are you sure this is where Pedda is supposed to be? It should be here. Na, dann müssen wir wohl erstmal schlafen gehen. Uns danach wohl erwartet. Ja gut, ganz ehrlich, das dritte Mal ist es dann schon. Naja. So. Back in town. Oh, und auf einmal steht die Stadt wieder. Sehr schön. Na dann, zeige ich euch erstmal, wo der Kaktusratz verbaut ist. Everything is different. This city is as strange as I heard. Alles anders. I bet we can find a lead on the Benevedon of Darkness. Bin ich aber besser so. Hat halt einfach mehr Leben als vorher, ne? So, da ist der Kaktusfratz. Ist natürlich nur in der Variante. Ich habe irgendwo einen Kaktusfratz übersehen. Ja, ich gehe jetzt erstmal shoppen. Oder ich rede mit dem Typen. Der Typ hier ist eher langweilig. Contains the god. The world will fall to ruin. The rest of the stone was broken off. But we needn't worry yet. The Prince of Vols. Since the prophecy said three heroes. Ja. Die Welt wird zerstört, aber es gibt drei Helden und dann ist die Tafel kaputt, aber. Doch egal. Da sich das hier wahrscheinlich in der Vergangenheit abspielt, können wir auch davon ausgehen. Diesmal! Bei den anderen beiden waren die nie da! Dabei war in der anderen Gruppe sogar Durant! Warum sind die diesmal da? Rechts, das ist mit der Stachelfrisur, das ist Durants Vater. Welcome! Come, take a look! Always good to have a space. I love shopping. Ich würde euch raten, übrigens vorher mal eure ganzen Samen auszusehen, denn ihr seht, einiges brauche ich gar nicht, weil ich bereits schon stärkere Sachen habe. Auch bei den Waffen.
lohnt sich. Früher gab es richtige Waffe-Rüstungs-Samen. Die gibt es jetzt nicht mehr. Ihr könnt Waffen und Rüstungen ganz normal in den normalen Samen erhalten. Und wenn ihr fleißig nach Kaktusfratzen sucht, dann bekommt ihr auch bessere Ernte aus den Samen. Seht ihr? Der hat schon jetzt eine bessere. Sie auch. So, dann gehe ich jetzt zu dem Mana-Steingelehrten und lass mir erzählen, wo ich als nächstes hin muss. Aber vorher hole ich mir noch die Kiste. Mit dem Rätselsamen. Ich weiß ja schon, wo wir hin müssen. Oh, well. Yes, I am a man. However, after exhaustive research, I have concluded that the Darkstone. In der Kristallwüste da befinden sich übrigens auch zwei Kaktusfratze, weswegen ihr auch in die Kristallwüste kommt, wenn ihr nicht mit Angela oder Durant angefangen habt. Übrigens, schaut sie euch an. Ja, sie hat immer noch nur eine Schlüpper an, aber ich finde, sie ist immer noch angezogener als die andere. Da geht also was. Weil sie ja von Anfang an nur so ein Body hatte. Wie Galoppi, wa? Kampfbonus. Nach einem Kampf erhältst du basierend auf deiner Technik Boni. Wenn du beispielsweise keinen Schaden erleidest oder den Gegner innerhalb einer bestimmten Zeit besiegst, kannst du mehr als Farmfunker als sonst bekommen. Also ich freue mich ja immer, wenn die Ladezeit nicht so lang ist, aber dann muss man der Ladezeit auch ein bisschen den Text anpassen. Und? Ach, was für eine lauschige Musik. Also allein schon rein optisch gefällt mir halt einfach der Dschungel der Vision am besten. Wobei Blau ist eigentlich eine schöne, allerdings sehr kalte Farbe. Und es gibt zwei Kaktusfratze in der Wüste. Und es gibt neue, stärkere Gegner, was ja auch total Sinn macht. Und es gibt Treibsand. So. Wow. Leute, passt bloß auf. Der Treibsand hier, der ist echt steil. Ach, da muss ich halt erstmal. Cyclone! You will be okay now! That was nothing!
ich noch einen Leuchtpunkt? Ja. Und der schlägt sich mit dem Treibsand. Ist ja gar keiner. Hier noch jemand. Da! Okay. Ich glaube, ich gehe mal hier lang. Ah, ich kann hier gar nicht lang gehen. Hier lang. Aha. Was kann die? Schon so lange her. Ach, genau, das mit dem Fächer. Nein! Genau. Jetzt muss ich nur noch meine KP bei ihmchen aufladen und dann herausfinden, was nochmal seine Power war. Seine Superkraft. Okay, hier lang für die Kiste. Genau. Und was war hier unten drin? Monster. Leuchtpunkt. Oh, Augen tauchen endlich auf. Aha, da geht's raus und da gibt's aber noch einen anderen Raum. Und uhuhu, da ist der erste Kaktusfratz. Unten in der Höhle. Dann bin ich bei einem schon ein bisschen vorbei. Sehe ich gerade so. Okay, das ist, wenn ich da durch reinkomme. Ich muss jetzt aber hier lang. Mal gucken, wo ich rauskomme. Ah ja. Warum hat er so deutlich weniger KP? Kämpf doch mit ihm. Der, mit dem ich kämpfe, kriegt doch immer die meisten. Ich muss eh hier lang. Ich kann jetzt aber auch nicht so viel ab, ne? Erstmal hier lang. Hier ist eine Kiste. Und hier ist ein Kaktusfratz! Der zweite. So, irgendwo habe ich einen vergessen. Den letzten gibt es dann nämlich im Heiligen Mana-Land. Brauche ich das Geld jetzt eigentlich nicht mehr.
Defeat it quickly! You will be okay now! You will be okay now! Komm schon! Zerbrich den scheiß Schild! Okay, ich glaube, wir müssen den Benevedon of Darkness defeaten! Allerdings auch den anderen Weg hochnehmen können. Hier ist ein Bündchen. Ah, okay, ich muss also den langen Weg hochnehmen. Da ist noch ein Bündchen. Schokolade. Gar nicht so einfach hier mit dem Sand. So. Und hier erstmal kämpfen. Übrigens, falls ihr euch nicht sicher seid, wo wartet auf mich der Benedova der Dunkelheit? Er wartet hinter der Goldstatue. Und er wartet garantiert hinter der Goldstatue. Hier ist keine Goldstatue. Das heißt, man könnte mal reingehen, aber sicherheitshalber kann man sich ja schon mal ein bisschen entsprechend ausrüsten. Zusatz geht immer. Ach, die Lichtmünze, die bringt mir nicht wirklich was. Aber die Puckbüste ist gut und deswegen empfehle ich euch stark, wenn ihr vorher nochmal trainiert, so wie ich. Dann trainiert. Dann trainiert in den Ruinen des Lichts. Ich habe nur ein Protoöl. Na ja, gut, dafür habe ich aber Imchen dabei. Ach, ich kann hier gar nicht rein. Aber wie war das eigentlich nochmal? Was kann die nochmal? Ah, die hatte diesen geilen Lichtangriff. Sehr schön. Weil der Schild ist weg. Wieso habe ich keinen Honig dabei? Dankeschön. So. Der 13 ist aber auch kacke, ey. Das hat mich in der Wüste schon so gestört. Warte, warte, warte. Kann es sein, dass ich kein fucking Honig mehr habe? Wie ist denn das passiert? Okay, das heißt, nach diesem Teil, ja, ich mache den jetzt ohne Honig, das geht.
Muss ich nochmal kurz über den Kopf gehen. Jetzt für den Kampf reicht mir tatsächlich Ihmchen aus. Aber Alter! Wie konnte ich den Honig vergessen? Ich glaube, ich möchte lieber draußen lang gehen und hol mir noch eine Kiste. Kiste ist so klein. Und jetzt geht das wieder raus. Die Drachen sind echt stark, Leute. Kein Spaß. So. Und das Auge noch. Da ist ja noch ein Drache, Alter. Wie viel von den Rändern hier rum? So, danke schön, Angela. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Naja, bringt Erfahrungspunkte und Geld, ne? Weil ich nicht glaube, dass ich noch so viel Geld brauchen werde. Niedergestreckt mit einem Herzen. Das ist nicht so. So, da vorne ist die Goldstatue, das heißt dort wartet auf uns der Kampf der Kämpfe. Ich glaube, ich werde dann nach Hüfte gehen. Sag mal, ist das dir nicht aufgefallen? Willst du meine Heilgegenstände nicht aus, Mann? Du kannst dich selber heilen. Genau. Wie viel hat denn der noch? So. Der Dachbüschel geht in das Fotoöl, ist auch nicht so schlecht. So. Dann ist Angela mal so geistig wie ein Zauber. Ja, machen wir mal hier. Oh, da ist gar nichts. So, na dann. Ab zum Mana-Gott der Dunkelheit. Den kann ich jetzt mittlerweile. It's the Darkstone. Ich finde, Angela hat voll den Steampunk-Look. Das sind zwei Köpfe. Tatsächlich sind die aber gar nicht meine eigentlichen Gegner. Der eigentliche Gegner, der erscheint, sobald wir die besiegt haben. Und keine Panik und... Oh, die sind nicht schwer zu besiegen. Die schafft ihr relativ viel. Ja, aber wie ihr gesehen habt, der kann euch mal kurz lehnen. Das ist unnötig, Kali. Der hat Stufe 56.
Jetzt. Sie ist diejenige, die wir besiegen müssen. Gut zu erkennen an dem fiesen Grinsen. Jetzt aber nicht so dolle. Ich bin hier mal fertig. Dann kann der mir nicht dazwischen rumeiern. Ach, die wollte ich doch gar nicht. So, jetzt sind alle wieder schön voll. Der ist ja schon besiegt. Okay, ich hätte vielleicht Charlie sagen sollen, dass ihre einzige Aufgabe das Heilen ist. Und du kannst was richtig Gutes. Das ist doch geil. So, Hani und Nani sind noch ausgeschaltet. Ah, sieht doch gut aus. So macht er keinen Schaden. Ich schmeiß mal meine Puckbüste drauf. Die kriegt ihr übrigens auch in den Rücken. Und das hier ist ein bisschen fies. Es sind drei Stellen und ihr werdet nebenbei noch von diesen anderen Arschgeigen angegriffen. Ach, das ist überhaupt nicht mehr zu schaffen. Ich habe das bisher erst einmal geschafft. Das macht mit einer Lichtklinge noch viel mehr Spaß. Jetzt habe ich sogar zwei. Na, das läuft doch. Hani und Nani sind auch immer noch ruhig, sehr schön. Irgendwie war mir so, als würden die zwischendurch immer mal ein bisschen Leben erweckt werden. Aber schön zu sehen, dass auch Angela ihre Fähigkeit nutzt und tada! Besiegt! Das war's! So. Nun folgt ein Dialog, der total überraschend ist, wenn man das schon zweimal gesehen hat. The Darkstone reappearing in this realm must have triggered the portal to the sanctuary. Oh no! Genau.
Und ich werde zum Drachenschlund gehen. Aber erstmal gehe ich Honig kaufen. Und das nicht so wenig. Ihr Süßen. Von daher sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr hattet Spaß und wir sehen uns wieder bei der nächsten, wenn es weitergeht mit Trials of Mana. Wieder mit der A-Reihe. Gebt mir einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir einen netten Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann holt euch ein Abo und drückt die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Also bis dann. Tschüss.